Mit der Intermod hat die wichtigste deutsche Motorradmesse am 1. Oktober 2014 ihre Tore geöffnet. Gewiss, in erster Linie ist die Intermod natürlich eine Motorradmesse. Doch auch für ATV, Quad und Side-by-Side-Piloten gab es interessante Neuigkeiten. Die japanischen Hersteller hatten ihre Vierräder nicht vergessen. So zeigte Suzuki seine bekannten Kinder- und Sportquads. Zugegen war das Krabbelzeug auch auf den Ständen der Zubehöranbieter, wie hier bei Mattis zur Präsentation einer Quad-Hebebühne. Der Knaller auf der Intermod 2014 war ein Sportmotorrad von Kawasaki mit Kompressortriebwerk nicht weniger als 300 PS stark. Wer das braucht, ist nicht ganz klar, aber die Szene gafft und applaudiert. Am Rande hat allerdings auch Kawasaki Nützliches präsentiert auf der Intermod 2014. Seine bekannten ATVs mit 650 und 750 Kubik. Und die sogar mit neuer Edelstahl-Cut-Auspuffanlage. Alte Bekannte auch bei Yamaha, Grizzly und Raptor. Seine Hausaufgaben im Motorradbereich hat BMW gemacht. Über die Präsentation einer GG Quadster und Taurus hätte sich sicherlich so mancher Intermod-Besucher gefreut. Ein Feuerwerk an neuen Fahrzeugen dafür auf dem Can-Am-Stand. Zu bewundern waren dort eine toll weiterentwickelte Spider, das neue Einstiegs-ATV Outlander L450, die 2014er Renegade und Outlander sowie die brandneuen Side-by-Sides vom Typ Maverick XDS, die es wahlweise als Einspritzer oder als Turbo-Variante mit 126 PS gibt. Beim Mitbewerber aus Minnesota erinnerte Polaris-Dealer Holger Strien an alte Manta-Zeiten und ließ aus der einsitzigen Ace gleich beide Arme zu den Seitenfenstern heraushängen. Gute Nachrichten auch bei Kymco. Bei den Taiwanesen standen neben den brandneuen Side-by-Sides vom Typ UXV450 die Sportvariante der 450er Mexa sowie ein Supermoto-Quad im Vordergrund. Und den Dreiradroller Quadro gibt's jetzt als Quadro 4 auch mit Vierrädern. Blickfang bei KSR, die älteste Motorradmarke überhaupt, Royal Enfield. Ein bisschen weiter hinten dann Schätze auf Vierrädern. Der modellgepflegten Z-Force 800 wurde die U-Force 550 mit klappbarer Ladefläche zur Seite gestellt. Die C-Force 550, die wir bereits in Mailand gesehen haben, soll im Frühjahr 2015 auf den Markt kommen. Neu außerdem Pedelecs der Marke Segway. Ein heißer Tipp für den Winter, die C-Force 800 DLX Snow King mit Schneeschild, Camouflage-Raupen, Windshield, Heizhandgriffen und Streugerät. Und als frisch gebackener Segway-Importeur bietet KSR jetzt auch E-Bikes dieser Marke. Nicht zu vergessen, auf dem KSR-Stand sind auch die ATVs und Quads der Marke Explorer, die modellgepflegt in die nächste Saison geschickt werden. Neu bei Haizun sind vor allem Bonsai Side-by-Sides mit 250 Kubik sowie ein mächtig ausgewachsenes Exemplar mit 1000er Zweizylinder-Triebwerk. Goes lädt ein zur Sitzprobe auf seinem neuen Supermoto Quad. Das Highlight auf dem Stand vom SMC-Importeur Hertha, ein stattlicher Pimp mit dem Zweizylinder-Triebwerk der Yamaha MT-07. Richtig gut gemacht, das Ding sollte unbedingt in Serie gehen.
Aus der Böller-Fraktion meldet sich Shinry mit neuen Modellen zu Wort. Ebenso Menila mit den jüngsten EGL-Modellen, von denen einige sogar auf der Straße gefahren werden dürfen. Zeyang Kangui sucht einen wagemutigen Importeur. Auch mit Tao Tao hofft da wohl ein weiterer chinesischer Hersteller auf Abnehmer in Europa. Wer darauf gewartet hat, wir wissen es nicht. Den Kultcharakter ihrer Vorbilder mögen wir den jüngsten Kopien von Daixi nicht absprechen. Ob sie jemals eine Straßenzulassung erhalten, erscheint uns allerdings fraglich. Die Zweirad-Tauglichkeit seiner Trailer stellt Stema auf der Intermod 2014 unter Beweis. Auch für ATVs und Quads erscheinen sie uns überaus geeignet. Auch die Zubehörindustrie hat auf der Intermod 2014 vielfältige neue Produkte präsentiert, die ATV- und Quad-Piloten aufhorchen lassen. So dreht sich bei Acewell aktuell alles um neue Serien klassischer Rundinstrumente. Am Rande sticht da noch die Kleinstserie eines 110 Kilo leichten Bikes mit 590er CM-Motor ins Auge. So etwas wünschen wir uns mit vier Rädern. Mitbewerber Koso bietet neben Kellermann-ähnlichen Blinkern auch eine richtig winzige Multifunktionsanzeige. Und ein Hightech-Gerät mit TFT-Monitor, auf dem sich von der gefahrenen Geschwindigkeit bis hin zur Navigation so ziemlich alles darstellen lässt, was für Piloten von Wichtigkeit sein könnte. Kolpin-Importeur Schurmann kommt im nächsten Jahr mit einer Reihe von Produkten für die Landwirtschaft, die sich bereits mit kleinen 4x2 ATVs einsetzen lassen. Rund geht's beim Reifenhersteller Maxxis mit dem neuen Profil Liberty, auf der Intermod 2014 präsentiert von den zauberhaften Maxxis Babes. Neu weiterhin Felgen von VBW Tires. Rechtzeitig zum Winter bietet Bas Bike Parts ein kleines, intelligentes, super günstiges Batterieladegerät. Außerdem ein Spiralband aus europäischer Produktion und eine Zigarettenanzünder-Steckdose für den Einbau in der Verkleidung. Dem Team um Guido Kellermann mit seinen winzigen Mini-Blinkern bereits seit 25 Jahren im Geschäft ist wieder einmal etwas Neues eingefallen. Rundblinker, wahlweise auch mit Rückstrahlern erhältlich. Und vor allem mit offizieller Straßenzulassung für Vierräder. Unser Tipp, absolut kultverdächtig. Bei Rizoma scheint man die Vierräder noch nicht entdeckt zu haben. Dabei dürften die Bremsflüssigkeitsbehälter und Armaturen aus Italien auch an Raptoren aller Art eine gute Figur abgeben. Das Angebot von MotoChic reicht von Technikparts wie Laser-Auspuffanlagen bis hin zu Protektoren-Kombis. Interessant für ATV- und Quad-Piloten beim Schweizer Motorradmodenhersteller X sind vor allem seine neuen Tourenkombinationen und Helme. Seine Kultklappe bietet der französische Helmhersteller Roof jetzt auch mit praktischem Einhand-Bedienknopf zum Öffnen. Das kann Christian Brogel mit dem neuen Tourmax von Carberg auch vormachen, immerhin dem ersten Enduro-Helm mit Schirm und Visier, dessen Integral sich auch aufklappen lässt. Nicht nur nett anzuschauen, Trilobite Jeans haben es in sich, Protektoren nämlich. Neu beim Orthesen-Spezialisten Orthema, Protektorenwesten in Konfektionsgrößen, immerhin Testsieger bei Motorrad.
Stiefelspezialist Kochmann bietet ATV-Piloten knuffige Country-Boots. Außerdem Helme in Pilotenoptik. Aber hier links hinter der Wand, wo es in unseren Hospitality-Bereich geht, steht ein Buffet. Lassen Sie es schmecken und Prost auf einen schönen Abend. Danke. Nach so vielen Neuigkeiten kann man Jan-Hendrik Breckwold von Suzuki International Europe nur zustimmen, zumal das Schönste an der Intermod immer die Feten danach sind. Da warte ich, bis du mal kommst, ganz entspannt. Nicht so unter Händen. Confidence and motivation for the coming season, as well as for the years after that. Now, in the year... Jetzt pass auf, das ist mein selber gemachtes schwarzes Trinkwasser. Das ist mein selber gemachtes...